Achtung, die Leitstelle Walleck-Frankenberg, Einsatz Notarztbildung 3381, intern Stresemannstraße. Achtung, Achtung, Einsatz Notarztbildung 3381, intern Stresemannstraße. Mehr als 6000 Mal pro Jahr rücken Notärztinnen und Notärzte im Landkreis Waldeck-Frankenberg zu Einsätzen aus, bei denen es um Leben und Tod geht. Die Zahl der Notarzteinsätze steigt stetig, hat sich hier im Landkreis in den vergangenen 20 Jahren sogar mehr als verdoppelt. Die Voraussetzungen zur Teilnahme am Notarztdienst haben sich in der Vergangenheit deutlich verschärft, so wie auch die Anforderungen an die Notärzte im tatsächlichen Einsatz steigen. Neben Herzinfarkt, Schlaganfall, Treppensturz und Verkehrsunfall spielen in unseren Einsätzen oft auch häusliche Versorgungs- und Pflegeprobleme sowie Drogen und Alkohol eine Rolle. Um für den täglichen Einsatz gewappnet zu sein, bilden sich Notärzte mehrmals im Jahr fort. Hier geht es beispielsweise um Themen wie Kindernotfälle, Medikamentenkunde sowie das immer wiederkehrende Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung. Hier sind Schnelligkeit, gute Übung und moderne Ausrüstung gefragt. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den stets gut geschulten Rettungsassistenten. Das Teamplay wird regelmäßig anhand von Fallbeispielen an Übungsphantomen trainiert. Damit im Notfall das richtige Personal schnellstmöglich am richtigen Ort ankommt, koordinieren Tag und Nacht zwei Einsatzsachbearbeiter in der Rettungsleitstelle in Korbach die bis zu 22 im Landkreis tätigen Rettungswagen und 4 Notarzteinsatzfahrzeuge.